Grüßt euch Leute und willkommen bei einem neuen Player-Review von Wayne Rooney. Er kostet im Moment etwa 44.000 Münzen. Erstmal zu den Anforderungen oder zu den Erwartungen an den Spieler. Er kostet einige Münzen, muss man wirklich sagen. Dafür soll er dann auch einige Leistung bringen natürlich. Sein Pace ist nicht gerade herausragend. Das Dribbling, der Schuss, das Passen und die Stärke sieht ziemlich gut aus eigentlich. Dann mal zu den wirklichen Kriterien, die er erfüllt. Insgesamt muss ich sagen, ich bin insgesamt enttäuscht. Deswegen auch gleich insgesamt nur eine 7,0 von 10er Wertung. Gut war auf jeden Fall sein Kopfball. Er hat ein Kopfballtor gemacht und hat sich sonst eigentlich in der Luft auch gut durchgesetzt. Trotz seiner kleinen Größe. 1,76 ist er nämlich nur groß. Dazu ist er noch wendig. Zu seiner 85 Stärke hat er ungefähr. Ist er ziemlich wendig. Er ist dribbelstark. Und seine Pässe kamen häufig auch ganz gut an. Negativ ist dann aber vielleicht der Preis. Er war aber extrem langsam. Er hat sich einfach nur langsam angefühlt und dazu dann halt noch, er war nie da, wo er sein sollte oder er war selten da, wo er sein sollte. Er hatte wenig Tore geschossen und er war einfach inaktiv auf dem Feld. Man hat ihn nicht wirklich wahrgenommen. Er hat keine coolen Leistungen gebracht, die herausstechen und deswegen insgesamt nur eine 7er Wertung von 10. Er hat mich insgesamt enttäuscht. Er ist seine Coins auf jeden Fall für mich selbst nicht wert. Da gibt es bessere ZOM oder Stürmer. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Player-Review gefallen hat. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal.